Sascha für Mobile Geeks hier. Ich bin heute Morgen um 5:30 in Taipei aufgestanden, um 6 Uhr schon mit dem Wagen zum Flughafen, damit ich hier rechtzeitig in Hongkong aufschlage. Und hier habe ich mir schon im letzten Jahr, ich verwechsel das immer ganz gerne, aber ich meine, im letzten Jahr kam das iPad 4 raus, oder? Das iPad 4 geholt in einem Shop. Und was lag da natürlich näher als dieses Jahr? Das neue iPad Air zu erstehen. Das packen wir jetzt aus. Ich sage euch ein bisschen was zu den Spezifikationen und dann vergleichen wir es zumindest auch von der technischen Seite her mit dem Vorgänger. Also, ich habe mir die 32 GB Variante gegönnt und zwar in Silver Grey. Schwarz und Weiß gibt es nicht mehr. Schwarz nennt sich jetzt Silver. Nennt sich nicht nur so, ist auch Silver. Das macht dann eigentlich auch Sinn. Ihr seht sofort, das Ding ist saudünn, aber bevor wir uns darum kümmern, was gibt es an Zubehör? Bei Apple wahnsinnig viel Zubehör wieder am Start. Das Netzteil, entsprechend der Aufsatz hier, ihr seht, Hongkong und UK wird das dann passen. Dann, das können sich natürlich nicht verkneifen, Design bei Apple in Kalifornien. Ich weiß nicht, ob es sich dann um die Mini-Anleitung dabei handelt, diese Kärtchen. Nein, ist natürlich das iPad. Und entsprechend USB auf diesen Lightning-Adapter, damit ihr die Kiste auch aufladen könnt. Also, lasst uns den Spaß einfach mal anschauen und erstmal ums Gerät drumherum gehen. Das Erste, was euch auffallen wird, ist, wow, dünner Rahmen, sieht aus wie ein etwas größer ausfallendes iPad Mini. Und wenn es in den Händen hält, was ist das Ding denn leicht? 469 Gramm, es ist auch nur 7,5 mm dick. Großartig verarbeitet. Also das erste Gefühl, das ihr habt beim Auspacken, ist wirklich wow. Das ist mal ein 10-Incher, auch wenn es nur 9,7 Inch sind. Was haben wir hier auf der Seite? Entsprechend die Lautstärkeregelung. Hier könnt ihr dann den Rington bzw. Generell Audio an- und ausschalten. Hier oben haben wir den An- und Ausschalter, einen Anschluss für euer Headset. Dann haben wir eine 5-Megapixel-Kamera hinten, eine 1,2-Megapixel-Kamera vorne, hier den Home-Button natürlich, entsprechenden Anschluss für den Lightning-Adapter zum Aufladen oder falls ihr irgendwelche Zubehörteile daran anschließen wollt. Und hier die Stereo-Speaker. Auf der linken Seite haben wir überhaupt nichts. Und dann ja halt dieses wunderbare Aluminium. Und jetzt lasst uns das mal, weil ich habe das Gerät zwar insofern eingerichtet, als dass wir zumindest auf die Startseite kommen. Also ihr seht, iOS 7 natürlich vorinstalliert, aber ich habe mein Apple-Konto noch nicht da drauf, habe natürlich von daher auch keine Apps. Was ganz interessant ist, weil ihr seht ganz einfach mal, wie nackend so ein iPad eigentlich ausgeliefert wird von Apple. Da sind nicht großartig Apps vorinstalliert. Nein, ihr müsst entsprechend euer iTunes-Store-Account dann nutzen, eure Apple-ID. Und dann könnt ihr eure Apps dann da drauf laden, dann könnt ihr auch wirklich dann was damit machen, weil so ist es natürlich mehr oder weniger zum Browsen und ein bisschen E-Mail schreiben und so weiter ganz gut. Fotos und Kamera, das könnt ihr natürlich auch machen. Und ihr seht auch, YouTube und solche Sachen fehlen natürlich. Wenn ich das nur dann denke an meinen ersten iPod oder mein erstes iPhone, was ich hatte, da war eine Ecke mehr vorinstalliert, was zum größten Teil an Google Apps lag. Was euch auch auffällt, natürlich 9,7 Inch, das Retina-Display 2048x1536. Und da lasst uns mal über Spezifikationen reden, weil dann packe ich mal den Vorgänger daneben und ihr seht, was das für ein Oschi ist. Wenn ich die übereinander lege, guckt euch das mal an. Nochmal, es ist das gleiche Display, auch 9,7 Inch, 2048x1536 die Auflösung und die Dicke. 7,5 mm zu 9,4 mm, aber insbesondere das Gewicht. Halleluja! Das sind hier 662 Gramm. Das war so ziemlich das schwerste Tablet im 10-Inch-Bereich und das dickste, was eigentlich so unterwegs war. Und jetzt sind wir halt bei 469 Gramm angelangt. Was natürlich auch signifikant anders ist. Ich habe hier noch, wie ihr sehen könnt, noch kein iOS 7 drauf, sondern noch iOS 6. Ist natürlich der Prozessor. Wir haben hier noch den Apple A6X, 32-Bit-Prozessor, Dual-Core gewesen. Großartiges Gerät, insbesondere auch von der Grafikplattform. Es hatte die Quad-Core Power VR SGX 5 und 4 drin. Hat wirklich richtig Gas gegeben, das Ding. Hier aber Apple A7. Das ist der erste kommerziell verfügbare 64-Bit-ARM-Prozessor oder ARM-SoC. Und der hat auch wieder eine Power-VR drin, das ist aber eine Multicore-Power-VR. Und zwar ist das die G6430. Wahrscheinlich im Moment, nicht nur wahrscheinlich, im Moment der schnellste
ARM-SoC, den ihr in irgendeiner Art und Weise käuflich erwerben könnt. Bei den Kameras 1,2 Megapixel Kamera bei beiden vorne, 5 Megapixel Kameras bei beiden hinten. Die kommen natürlich auch in den entsprechenden Varianten, wie wir es von Apple kennen. 16, 32 und 64 GB bei beiden. Wi-Fi und LTE-Varianten verfügbar, auch bei beiden. Kleiner Unterschied ist aber hier bei der Wi-Fi-Variante vom neuen Apple iPad Air. Und zwar, dass diese MIMO-Technologie, die nutzen so mehrere Antennen drin. Insgesamt soll dadurch der Empfang eine Ecke besser werden. Ansonsten, last but not least, was ganz wichtig ist und was vor allen Dingen auch das heftige Gewicht hier, beziehungsweise das geringe Gewicht beim neuen iPad Air ausmacht, ist, hier ist nur ein 32,4 Wattstunden Akku eingebaut, wohingegen wir beim iPad 4 noch ein 42,5 Wattstunden Akku eingebaut haben, hatten. Und es wurde von Apple angegeben 10 Stunden Akkulaufzeit, jetzt sollen es 11 sein, jeweils ist es mehr. Da seht ihr ganz einfach, wie stromsparend einfach auch der neue A7 im Vergleich zum A6X ist. Ganz ehrlich, das Ding lag bei uns wirklich nur im Office rum. Wir haben ein bisschen damit rumgespielt. Das war uns zu schwer, das war zu dick gewesen. Das hat uns wirklich nicht gefallen. Das Gerät ist, glaube ich, der König unter den 10-Inch-Tablets im Moment auf dem Markt. Fasst sich wunderbar an, hat Performance satt und ohne Ende und sieht einfach vor allen Dingen richtig geil aus. Das ist ein schnelles Unboxing vom neuen Apple iPad Air. Dann noch Vergleich zum iPad 4. Ich bin Sascha für Mobile Geeks hier aus Hongkong. Vielen Dank fürs Zusehen.